Hallo Pierre, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Der Film ist ja von der Geschichte von Michelle Halpier inspiriert, die selbst mit einer heroinabhängigen Mutter aufgewachsen ist. Und du wolltest mit dem Projekt aber auch ein Schweizer Thema aufgreifen. Wieso hast du dich genau für die Platzspitzszene entschieden? Es hat ursprünglich mit dem Buch von Michelle zu tun. Als ich diesen Buch in 2013 gelesen habe, habe ich sofort den Wunsch gehabt, diese Geschichte irgendwie ins Kino zu bringen. Weil es war eine sehr rührende Geschichte und auch es hatte mit dieser Geschichte von den Platzspitz zu tun. Und bis jetzt, so wie das, soweit das ich weiß, es hatte noch keinen Schweizer Film gegeben, die dieses Thema angegriffen hatte. Gut, und der Film behandelt ja ein sehr schwieriges Thema. Und wie hat der Film deine Ansicht auf das Thema Sucht verändert? Das Thema Sucht ist extrem komplex. Und eigentlich, ich habe keine Antwort finden können, weil ich denke, es ist per Definition ein Thema, wo es keine richtige Antwort gibt. Und das ist, ich denke, auch vielleicht ein Schlüssel von diesem Thema, ist, dass es ist sehr speziell. Jeder Mensch erlebt diese Suchtkondition anders. Und es gibt keine Rezepte, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und das finde ich extrem faszinierend. Und das ist auch deswegen ein spannendes Thema, weil es gibt ganz viele Geschichten, die man mit diesem Thema erzählen kann. Und du hast bei der Serie Bilder bereits mit Sarah Spahle zusammengearbeitet. Wie war es jetzt in diesem Kontext mit dir zu arbeiten? Es war natürlich ein Vorteil, dass ich mit Sarah diesen Film machen könnte, weil wir uns sehr gut kennen, durch Bilder natürlich. Und die Rolle von Sandrine, von der Mutter, ist eine schwierige Rolle. Es ist auch eine Rolle, die braucht Mut. Man muss keine Angst haben, um diese Rolle spielen zu können. Und durch Wilde entsteht eine große Vertrauen zwischen Sarah und ich. Und ich denke, das hat uns sehr geholfen, um diesen Film zu machen. Und wie hat Luna diese emotional belastende Rolle gemeistert? Also für meinen Geschmack hat das extrem gut gemastert. Ich war extrem beeindruckt. Luna ist für mich eine riesige Entdeckung. Ab dem Moment, wo ich sie im Casting getroffen habe, bis der letzte Drehtag, sie war extrem präsent und sie hat alles gegeben und sie hat uns alle extrem beeindruckt durch ihre Natürlichkeit, Talent, aber auch emotionale Stärke. Auf jeden Fall. Und wolltest du mit dem Film wie Michelle auf das Schicksal solcher vergessener Kinder aufmerksam machen oder welche Message wolltest du mit dem Film hinterlassen? Ja, also es gibt verschiedene Messages vielleicht, aber natürlich, es ist auch ein Art Hommage an alle diese Kinder, die eine ähnliche Geschichte damals erlebt haben. Aber ich denke, das ist auch ein Film über die Liebe zwischen eine Tochter und eine Mutter. Und dieses Film sagt, dass diese Beziehung kann extrem kompliziert sein, wie im Film, aber trotzdem am Ende deine Mutter bleibt deine Mutter und du wirst sie irgendwie für immer lieben. Obwohl das ist manchmal schwierig und es tut weh. Das ist so. Im Film hat Mia einen imaginären Freund und die Figur wurde ja für den Film erfunden. Mhm. Das gab es ja nicht in Michelles Buch. Richtig. Wieso war diese Figur so wichtig im Film? Weil wir fanden, dass André Küttel, der Drehbuchautor, und ich fanden, dass in Michels Buch es gibt einen großen Platz für die Fantasie. Michel hat selber eine große Fantasie und das ist auch eine Weise für sie gewesen, um diese Stärke, um weiterleben zu können. Und im Buch eigentlich, es gibt verschiedene Beispiele von dieser Fantasie. Im Film, wir könnten das nicht einfach so adaptieren. Deswegen haben wir uns über einen imaginären Freund Gedanken gemacht, weil das war für uns wie ein Symbol
um diese sehr starke innere Welt und Imagination ein Gesicht geben zu können. Hast du früher selbst auch einen imaginären Freund gehabt? Ja, also ich habe verschiedene gehabt als Kind, denke ich, und manchmal immer noch jetzt. Weißt du, ich spreche oft einfach allein oder mit mich selber, du kannst das so oder so interpretieren. Und ich denke, ja, es hilft definitiv. Es kann dich helfen, wenn du läufst durch eine schwierige Zeit in deinem Leben. Wie gehst du sonst noch damit um, wenn es dir mal nicht so gut geht? Kannst du mir diese Frage wiederholen, bitte? Wie gehst du sonst damit um, wenn es dir mal nicht gut geht? Boah, jetzt es ist es anders, weil ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe eine Frau. So, ich probiere mit meiner Familie zu sprechen, auch mit meinen Freunden, mit meinem Bruder. Ich habe die Chance, dass ja, ich habe viele, viele Leute, die ich liebe, drumherum ich, und das hilft mir sehr. Das ist schön. Dankeschön. Bitte, danke dir.